Hey, A Plague Tale. Ja, zurück bei den Ratten. Ja, bei den richtigen Ratten und bei den menschlichen. Wie auch immer. Wir klicken mal direkt auf X und gucken mal. Kapitel 9. Im Schatten des Walds. Wir müssen jetzt ein Buch besorgen, was Lukas helfen wird, etwas gegen den Ausbruch in Hugo zu unternehmen. Dafür müssen wir wahrscheinlich jetzt einiges gleich erledigen, sonst habe ich's. Also 9, im Schatten des Walds. Die Makula breitet sich in Hugos Blut aus. Doch Lukas sieht sich außerstande, dem Jungen zu helfen. Er benötigt dazu ein seltenes Buch, das in der Universität der nahegelegenen Stadt versteckt ist. Maddie kennt den Weg und ist außerdem fest entschlossen, ihren Bruder aus den Klauen der Inquisition zu befreien. So bietet sie an, Amicia dorthin zu begleiten. Ja, das hatten wir schon. Letztes Mal haben wir hier gestoppt. So, wir müssen jetzt jemanden ablenken hier. Wir brauchen deren Fackel. Sonst kommen wir leider nicht weg. So, haben wir noch alles, was ich. Okay, das machen wir mal kurz. Einmal nochmal das machen. Dann brauchen wir das Ding. Ah, ne, ne, wir brauchen ja Steine, ne? Guck mal, wir können tatsächlich jetzt 10 Steine tragen. Die Tasche, die hat uns echt geholfen. Wir können jetzt mehr Munition tragen. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Ja. So, dann müssen wir wahrscheinlich gleich warten. Müssen wir wahrscheinlich gleich hinter ihn hergehen, ne? Weil der sieht uns ja jetzt. Wenn er jetzt umdreht, dann können wir vielleicht hinter den Holzbock Nichts da. zu berichten. So, jetzt können wir. So, langsam hinter den Holzbock. Und vielleicht können wir das Ganze nochmal machen, indem wir jetzt den nochmal dahin tun, dahin befördern. So, jetzt haut er kurz ab. Wir können mal eben kurz hier vorbei. Sehr gut. Okay, hier sind wir erstmal sicher, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal. Also, da ist noch was. Beeil dich, sonst sieht er uns noch. Sehr gut. Okay. Können wir noch irgendwas bauen? Hä? Was? Wieso hat er mich jetzt gesehen? Wieso hat er mich jetzt gesehen? Hä? Was? Nein. Niemals! Ja, ist klar, alles wäre von neu. Ja, alles klar. Warte mal, erstmal Stein auswählen. Oh, hat er mich gesehen? Ja gut, okay, der geht bis da. Okay, alles klar. Der geht natürlich dann bis da, dann sieht er mich natürlich. Okay, ich muss ein Stück weitergehen, wenn ich hier moderiere. So, jetzt. Das Spiel macht uns echt Spaß, ne? Echt süchtig. Ich habe ja schon. Eigentlich heute schon Livestream hier aufgenommen, aber ich kann einfach nicht aufhören. Das Spiel macht einen echt süchtig. So, und das Ganze nochmal, was so schön war. Zack. So, und das Ganze. So, schnell dahinter. Aber jetzt. So, jetzt holen wir uns noch schnell das andere Zeugs. Und schnell weg hier. So, jetzt sollte der mich nicht mehr sehen, oder? Jetzt sollte der mich nicht mehr sehen. Okay. Einmal darüber. Hier geht es nicht lang. Zack. Okay. Vorsicht. Was? Alter! Ist das überall so? Oh Mann, ja, ich glaube ja. Mittelalter war kein. Oh, guck mal da, da ist noch irgendwas hinter.
Kommen wir da vielleicht hinter? Ja, wunderbar, geil. Was hier so rumliegt, nehme ich mit. So. Haben wir das noch? So, gucken, was können wir uns noch bauen? Luminosa. Sollten wir uns vielleicht bauen. Weil ganz ehrlich, sicher ist sicher. Das bei den Ratten da unten, das könnte uns das Leben retten. So, einmal aufs Dach. Einmal aufs Dächlein. Was haben wir denn hier? Okay. So, mal kurz schauen. Okay, es sind Tauben. Die fliegenden Ratten. Aber auf jeden Fall sympathischer als die Viecher da unten. Okay. Da unten im Augenblick keine Chance. Also wir müssen hier lang. Okay. Nix drin. Ich habe bestimmt die Hälfte übersehen hier von irgendwelchen Gegenständen, die man sammeln kann. Man kann ja sehr viel sammeln. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Ja, stimmt. Das ist... Ah. Was mit dem? Was mit dir? Okay, die Ratten haben... ein wenig gefrühstückt. Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Ich bin ansteckend! Geh fort von hier! Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh, Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid! Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Ja, was dann? Was dann? Oh, Gott! Hm. Na, toll. Ja, super. Wie gesagt, 10 Steine. Unsere Tasche, die wir vergrößert haben, die war ganz gut. So, was haben wir? Erstmal schauen. Was haben wir denn da in der Ecke? Ah! Nein, nein! Nee, nee, komm. Also das verschwende ich dafür jetzt nicht. Das verschwende ich dafür jetzt nicht. Okay. Da bisschen Licht. Aha, guck mal da. Da kann man wieder... So, erstmal die Steine nehmen. Tut mir leid. Naja, was soll man machen? Der hat eh schon hinter sich. Der hat es eh schon hinter sich. Furchtbar. Wo ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten. Ach so, der hat's auch direkt gehört. Hat ja, direkt was eingeloggt. Muss es doch etwas geben, das ich für mich lohnt. Wann nimmt das endlich ein Ende? Gar nicht, glaube ich. In mehreren hundert Jahren erst. Alter Schwede. Okay. Ah, das, da kann man noch rein. Okay. Das ist sogar eine Tür. Okay. Sie wurden alle hingerichtet. Ach du Heilige. Eieiei. Okay. Boah, Alter. Alter. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Da unten waren aber noch Gegenstände, ne? Kann ich da vielleicht irgendwie noch ran? Nur mal so, nur kurz gucken, also
falls es so heftig wird, dann gehe ich da wieder weg, aber ich glaube, da war noch was, ne? Hier war aber auch irgendwo noch eine Wache. Die Rats sind gut abgelenkt, das ist gut. Ah, guck an. Guck mal einer an. Eine Runde Schwefel haben wir noch. Oh, weg hier. Boah, Alter, furchtbar. Abartig. Okay, wir müssen hier lang. Gut. So, und jetzt? Was ist das für eine Tür? Achso, bestimmt die Tür. Ja, das glaube ich auch. Verschlossen. Mhm. Okay. Ach du Heimatland. Oh, Alter. Oh, nee. Das gute Mittelalter. Oh, armer Hund. Ja, ein bisschen Gelumpe können wir uns auch noch mitnehmen. Ein bisschen Zeug. Und die ist verschlossen. Okay. Gut. Da ist die Wache. Hat leider nichts zum Runterwerfen. Alter, überall Ratten, Alter. Überall. Aber da sind zu viele Ratten. Ja. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ja, das stimmt wohl. Kann man vielleicht irgendwo eine Leiche runterschießen? Mal kurz schauen. Da oben, ne? Genau, da blitzt schon was. Da blitzt schon was. So, mal kurz. Mal eben gucken. Ah! Ne, warte. So, jetzt aber. Boah, Alter. Armes Schwein. Hups, okay. Warte mal. Geht das voll? Passt das vielleicht schon? Eieiei. Ach du Scheiße. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Okay, dann muss ich durch. Da hinten ist Licht. Alter. Boah, heftig. Ist das heftig. Boah. Ah, geht's Licht. Gott sei Dank. Ich sag ja, das ist zwar ein teures Zeug, aber das rettet einen das Leben. Komm, kannst ja machen, ne? Schade. Wir müssen wir ein bisschen was sammeln. Oh, der bewegt sich. Kann ich vielleicht... Achso, okay, ablenken. Ich könnte aber auch vielleicht... Warte mal, was war das nochmal? Da habe ich natürlich nichts von. Toll. Da war doch irgendwas... Was ist das hier? Ja, der hat einen Helm, ne? Warte mal, ablenken könnte ich ihn vielleicht. Ich könnte ihn ablenken. Was ist, wenn ich jetzt hier in der Ecke bleibe? Dann dreht das, der dreht es bestimmt ganz um, ne? Wenn ich das vielleicht mal... Einen Krug habe ich noch. Dieses Geräusch. Was war denn? Ich wusste doch. Ich habe doch gewusst. Dreckschwein. Okay, muss einen anderen Weg geben. Muss man den anders ablenken? Muss man den anders ablenken? Okay. Okay. Wo bin ich jetzt wieder? Oh. Okay. Nur nochmal kurz hoch. In die Ratten rein, Alter. In die Ratten rein. Aber ich sehe kein. Aber da ein paar kann man noch runterschießen, glaube ich. Ah, da ist eine Lampe da hinten. Ach, guck an. Guck mal an. Was würde das bringen, wenn ich da jetzt eine Lampe...
Dann könnte ich da vielleicht drüber. Dann könnte ich ihn ablenken und dann diese Seite rumgehen. Warte mal, vielleicht geht das ja. Wenn ich das jetzt gucke. Nein! Diese Ratten, furchtbar. Okay, warte. Okay, alles klar. Dann von dieser Seite. Dann von dieser Seite. Okay, die sind weg. Und jetzt von dieser Seite ausgehen. Wenn er wieder zurückgeht, könnte ich vielleicht... Das war hier schon wieder, oder nicht? Arsch. Muss ja ausgerechnet da lang gehen, wo ich... Alter, der kommt auf mich zu. Scheiße. Okay. Ach, hier kommt er eh nicht rein, oder? Hier kommt er eh nicht rein. Never. Igitt! Wo ist er? Wo ist der Typ? Ah, steht wieder da. Okay, perfekt. Okay. Die Ratten da sind weg. Der steht dort. Und den könnte ich jetzt ablenken. Mit dem Krug, den ich hier noch habe, hoffentlich. Und dann geht er mich dann hoffentlich. So, und jetzt könnte ich hier nämlich dann drüber. Macht das überhaupt Sinn? Was will ich denn überhaupt? Wo muss ich überhaupt hin? Nichts. Ach, da ist eine Fackel, okay. Da ist eine Fackel. Das heißt... Ja, lass mich mal in Ruhe. Lass mich mal kurz in Ruhe. Wo muss ich überhaupt hin? Geh nochmal hier rein. Was haben wir hier überhaupt? Das klebt. Ja, das klebt, ja. Macht nichts. Warte mal, ich muss wahrscheinlich da durch. Ich muss die Fackel nehmen. Dann irgendwie also durchkriechen. Okay. Wahrscheinlich schon. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum Werfen. Muss ich mir den Krug erst holen. Und da komme ich durch, weil die tolle Rattenplage da ist. Super. Nehmen wir mal einen Stein. Vielleicht klappt das ja. Noch was töten muss nochmal. Toll. Hat ja echt super funktioniert. Naja, wir müssen ja nur kurz da... Müssen ja eigentlich nur kurz... Hilft nicht, ich muss den Krug haben. Ich brauche den Krug. Da müssen wir es töten lassen. Sehe ich jetzt keine andere Wahl. Ne, ich muss mich töten lassen. Töt mich nochmal, dann machen wir das Ganze nochmal. Da habe ich ja noch einen Krug. Müssen wir es nochmal machen. So. Okay, also wir müssen dann wahrscheinlich dann mit dieser Fackel dann da so durchkriechen. Das glaube ich, ist glaube ich das Ziel des Ganzen. Okay, jetzt geht er weg. Ich könnte natürlich auch... Warte. Der sieht mich auf jeden Fall. Also ich muss warten. Okay. Der bleibt also da. Okay. Okay. Ja, klar, dass er mich sieht. Drecksack. Elender Drecksack.
Okay, aber wir haben die Fackel. Wir haben die Fackel. Ah, die habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Okay. Das hätte ich auch noch schaffen können. Das hätte ich noch schaffen können. Ich, nein. Hier ist nichts. Du bist müde. Geh, leg dich hin. Leg dich schlafen. Da war nichts. Oh, wenn ich das mal schaffe. Oh, weia. Okay. Alter. Geht. Nicht hinsehen. Leck mich doch fett am Arsch. Ist das eklig. Und jetzt? Ah, da ist noch eine Fackel. Okay. Alter. Aua. So, was können wir noch neu bauen? Wir haben noch. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Okay. Boah. Ekelerregend. Okay, da ist noch. Ich hab da drüben was gehört. Du hast da irgendwas gehört? Nein, hast du nicht. Du hast gar nichts gehört, mein Freund. Überhaupt nichts. Die Fackel ging nur so an. Die Fackel ging nur so an. Nichts. Da ist noch ein Krug da hinten, den kann man wieder ablenken. Okay. Vielleicht jetzt von dieser Seite den Krug nehmen und dann dahin werfen. Da ist er abgelenkt. Habe ich noch einen? Ich habe noch einen, okay. So, und das Ding jetzt. Warte, habe ich denn jetzt? Ja. Und die neue nehmen. Und dann schnell dahin. Zack. Bei dich. Oh, Alter. So, hier ist ein Durchgang. Da ist nix. Diesmal hätte ich was finden müssen. So, schnell da durch. Boah. Meine Güte. Gute Güte. Was für ein Komplex hier. Vor allem, warum tun die nichts gegen die Ratten? Ich meine, gut, sie haben auch einen kleinen Schutz dann, ne? Aber trotzdem, sie sind ja selbst in Gefahr. So. Bisschen was mitnehmen. Alkohol ist immer gut. Ein bisschen Alkohol. Macht ja bekanntlich die Birne hohl. So, weiter geht's. Die Universität. Na bitte. Weiter. Ah, aber das ist zu leicht. Also das ist jetzt zu offensichtlich zu einfach. Da kann auch so viel passieren. Der Friedhof. Ja, war ja klar. Weg. Der Friedhof, ja. Bist du wirklich da lang, Amicia? Ja, ich glaube, ich muss. Huch, haben wir hier noch. Okay. Ich muss wahrscheinlich außen rum. Verschlossen. Wenn Millie jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Ja, wahrscheinlich. Mitten durch die Ratten. Schön. Was haben wir denn hier? Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Aha. Okay. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Aha. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Okay. Schnell durch. Oh, eine Werkbank. Also, habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig benutzt, aber heißt immer, dass man mal ein bisschen in Sicherheit ist. Man kann durchatmen. So, können wir irgendwas bauen? Das können wir machen. Eliminiert Gegner ohne Geräusche verursachen. Da könnte man vielleicht mal einen von machen. Weil das war ja gar nicht mal so verkehrt, das Ding. Da kann man nämlich dann jemandem etwas ins Gesicht streuen. Das sollte man dabei haben. Und den Rest lassen wir mal. So, können wir noch ein bisschen Gelumpe auffüllen? Nein, alles voll. Werkbank ist, glaube ich, nichts mehr. Okay, alles klar. Weiter geht's. Nicht lange aufhalten. Ach, warte. Wenn nur
Noch ein bisschen Schwefel. Nein. Ja, natürlich. Das klingt so einfach. Die Uni schon zu sehen. Naja, das ist eine gute Frage. Tu was, Amicia. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Okay. Ablenken. Irgendwie ablenken. Okay, da muss ich, na, da muss ich durch. Ah, ne, da. Okay. Warte mal. Das sind Ratten, ne? Da sind Ratten. Ich hab doch jetzt... Das wird dich lehren. Okay, ich dachte gerade im letzten Moment, scheiße, der hat einen Helm auf, das klappt nicht. Aber Gott sei Dank dann doch. Oh, da hat die in den Helm reingestreut. Oh, meine Güte. Okay. Gerade teure Zeug direkt verwendet. So, und jetzt. Okay. Achso, das vielleicht da drauf. Dann kann ich dann vielleicht da drüber springen. Da sind die Ratten da weg. Mal kurz gucken. Wie sind die hier? Hm, toll. Ast rein. Aber immer wieder eine neue Art und Weise hier, ne? An irgendwelchen Rätseln und Fallen und Ideen. Nicht schlecht gemacht. Absolut. Ah, komm. Komm. Showtime! Ins Rampenlicht mit euch. Das scheint bei denen nicht zu helfen, glaube ich. Irgendwie. Okay. Was ist denn hier? Da muss ich wahrscheinlich hin. Das heißt... Ich muss da wahrscheinlich drüber, ne? Ich muss die da irgendwie in die Ecke bringen. Damit ich da drüber gehen kann. Die sind... Ah, furchtbare Ratten. Furchtbare Ratten. Loslassen! Lass los! Jetzt geh da rüber. Oh, Gott sei Dank. Oh, alter Schwede. Heieiei. Was jetzt? Oh. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Das würde ich gern sehen. Okay, haben wir gerade was gelernt von denen? Sanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Okay. Muss sie das? Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Es ist nur ein Friedhof, ja. Ach, noch mehr Tote. Natürlich. Es
ein Massengrab. Ja, super. Naja, bei den Zeiten der Pest da gab es keine andere Möglichkeit, glaube ich. So, was jetzt? Okay, wir müssen wahrscheinlich da lang. Aber da müssen wir hier wahrscheinlich noch irgendwas. Alter Schwede. Warum seid ihr so aufgeregt? Gute Frage. Sieh mal einer an. Sieh mal einer an, ja. Da sind noch ein paar Gegenstände. Bisschen Schwefel. Bisschen Gelumpe. Okay, komme ich da jetzt einfach runter? Und Frage ist, komme ich ja wieder hoch? Was ist denn das? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Okay. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Okay, wir lernen hier und nach neue Fähigkeiten. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Um da rüber zu kommen. Okay. Lockt Ratten aus der Umgebung an. Lockt Ratten muss halt zur Aufprallstelle des Geschosses. Ziele auf eine Oberfläche und schieße einen Odorus, damit sich die Ratten in Bewegung setzen. Das heißt, in die Richtung da vorne, dann kann ich da wieder raus, oder was? So verstehe ich das. Okay. Und dann schnell darüber, okay? Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ja, ich unter anderem. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Okay, das Ganze nochmal, ne? Und hier das Ganze nochmal. Okay. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht nach... Ah, vielleicht... nach dort hinten in der Ecke. Und ins Licht. Cool. Geil. Haben wir was dazugelernt. Diesmal von der Konkurrenz, also von den Gegnern. Nicht nur von Lukas. Lukas wird sich freuen. Zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ja, bis dahin kann auch viel passieren. Okay, haben wir noch einen? Wir können aber noch einen herstellen. Zwei sogar. Das heißt... Warte mal, da ist wieder so ein Lichtding. Bis dahin müssen wir kommen. Das heißt, einen können wir noch verwenden. Um ins Lichtding zu kommen. Ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Okay. Ist das Mist oder was ist das? Ah, hier ist noch was von dem Zeug, okay. Sehr gut. Das seltene Zeug muss man mitnehmen. Alter! Ich hasse Ratten! Ich hasse Ratten! Schon bei Indiana Jones 3 in Venedig habe ich die Ratten verflucht. Okay. Da ist noch was. Und hier, das Ding, das kann man bestimmt... Warte. Du musst was loslassen. Das können wir noch mitnehmen. Okay. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ein Karren? Okay. Wo hat jetzt ein Karren? Ach da, den Karren. Ah, Alter. Vorsicht. Okay, also den Karren da hinten, okay. Das heißt, ich muss dorthin.
in den Weg leuchten. Die Ratten da wegbleiben. Aber ich glaube, das. Oder ich gehe da durch. Gebückt. Das sind aber da innen drin auch noch so viele. Ist da noch irgendwo eine Lampe zum Anschießen? Das wird zu eng. Das glaube ich wird nicht funktionieren. Kann ich da durch? Kann ich da vielleicht durch? Nein. Das schafft man nicht. Das heißt, ich muss. Alter! Töte mich ruhig, töte mich ruhig. Töte mich ruhig. Ich nichts verschwenden. Okay, da ist dieser Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Okay, haben wir noch ein paar andere Lichtquellen hier irgendwo. Das ist diese Lichtquelle. Sonst sehe ich hier nichts. Dann muss ich wahrscheinlich wieder dieses gerade erlernbare Ding da. Wie heißt das noch? Odoris verwenden. Odoris, Odoris. Helf mir mal. So. Leuchten wir noch mal ein bisschen da in die Ecke. Gucken wir mal, dass wir diese Ratten hier wegkriegen. Dass die da bleiben. Dann haben wir die schon mal weg. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, und jetzt vielleicht die Ratten auf eine Position bringen, wo sie bleiben. Und zwar. Boah, das reicht doch nie im Leben. Das reicht doch nie im Leben. Warte mal, wenn ich die jetzt alle. Was ist eigentlich hier? Was ist denn da eigentlich? Das ist noch irgendein Gegenstand, aber lohnt sich das? Ah, da ist noch was. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Lass mich da mal ruhen. Das sind aber Plagegeister. Reine Plagegeister. So, mach das über. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ja, das könntest du. Das könntest du. Also ich muss Odoris auf jeden Fall verwenden. Frage ist, wie lange braucht, wie lange hält das Zeug? Ich probiere es einfach mal. Einfach mal ausprobieren. Diese Lampe, wo ist sie am besten? Ich denke hier, wenn ich damit durch muss. Wenn ich mit dem Wagen da durch muss, dann muss ich hier Licht haben. So, glaube ich. Das könnte ich mir, glaube ich, so ausmalen. In meinem kleinen Staubkorn hören. So. Da sammeln sie sich. Da sammeln sie sich. Okay, und jetzt muss ich Odoris verwenden. Und zwar. Das Odoris wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Alter, schweres Zeug. Schwer, schwer, schwer. Alter. Alter Schwede. Okay. Ich glaube, das war ein bisschen Hilfe. Ich glaube, das war ein bisschen Hilfe gerade. Wohin muss das überhaupt? Wo muss das überhaupt hin? Warte mal. Ich muss mal wissen. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Also das muss nach hier wahrscheinlich, ne? Ich muss das wahrscheinlich da dran stellen, um dann da hochzukommen. Hier so. So vermute ich mal. Alter, das wird aber nicht gerade.
Ein Kinderspiel. Ein für alle Mal erledigen. Das heißt, also ich brauche auf jeden Fall hier doch ein bisschen freie Bahn vom Licht. Also für den Karren. Das heißt, das muss rattenfrei bleiben. Das muss rattenfrei bleiben. Weil ich da lang gehe. So, da haben wir nochmal einen Odorus. Ich stelle mal einen her. Jetzt haben wir drei. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie einfach. So, ich habe noch nur fast noch einen. Alter, das dauert zu lange. Das dauert viel zu lange. Das ist aber auch ein Scheiß. Denk nach, Amicia. Alter, beweg das doch mal ein bisschen schneller, Mann. Beweg doch mal ein bisschen schneller. Mann. Alter. Das ist so schwergängig, das Ding. Ah. Mann. Das war echt verrückt. Oder gibt's einen einfachen Weg? Gibt da irgendwie einen einfachen Weg? Wahrscheinlich schon, wie immer. Gibt immer einen einfachen Weg. Aber ich denke mal, ich muss auf jeden Fall das Licht hier haben, weil ich hier baue ich Ruhe. Also hier muss ich mit dem Wagen vorbei. Wenn da Licht läuft, das wäre schon nicht verkehrt. Also hier so ein bisschen. Das sollte da schon hängen. So. Okay, und dann kommt Odorus. Machen wir noch einen. War so schön. Oh mein Gott. Deine Ecke vielleicht. Ja, schon eine coole Sache, aber. Das wird sie nicht lange zurückhalten. Was passiert eigentlich hier? Sie ein für alle Mal festnageln. Kann ich da auch drauf? Nee. Gut. Ich dachte, ich könnte vielleicht da drauf. Sich das Ding noch. Ah, das ist ganz schön schwerfällig, das Ding. Das ist sehr schwer. Leck mich doch am Arsch. So, wenn ich jetzt gleich das Dreieck nehme. Also, nimm das Dreieck. Und jetzt Odorus, in die Erdenecke. Und jetzt schieben. Da und damit. Alter, leck mich doch fett am Arsch. Alter. Alter, aber egal. Es hat funktioniert. Gut, nur noch etwas weiter. Oh, Mann. Alter Schwede. Eieiei. Na bitte, es geht doch. Du schaffst es. Aber wie es geht. Oh, weie. So, was kann noch passieren? Da ist eine Lampe, die brennt noch. Was haben wir hier noch? Okay, ein bisschen paar Gegenstände haben wir noch. Alter Schwede. Aber gar nicht mal schlecht, das Odorus. Das kann echt Leben retten, zusammen mit dem anderen. Eieiei, achso, da hat der gerade das Zeug hier gemixt. Okay, da geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang. Okay, da geht's lang. Mein Gott, was ist hier passiert? Ja, nichts Gutes. Armer Hund. Armer Hund. So. Boah, Alter. Mehr Glück als Verstand. Hatten wir da gerade. Ja, ich weiß. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Muss ich auch noch weiterspielen.
Eieiei, Alter. Ja, der geht's gut. Dem geht's gut da. Der ruht sich ein bisschen aus. Leck mich am Arsch. Krähen, auch das noch. Die Kranken, sie haben sie abgeschlachtet. Ja, das finstere Mittelalter. Alter, krass. Ich kann nichts tun. Können wir auch nicht. Können nur hier weg. Puh. Aber ist schon sehr cool gemacht. Also die Atmosphäre in dem Spiel ist der Hammer. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Ja, die Inquisition. Und so weiter. Alter Schwede. Ach, guck mal da. Ein bisschen Doris. So, können wir noch ein bisschen was machen? Wir machen noch mal ein bisschen was. Das brauchen wir auch. Lumina. Okay. Das könnte man noch mal machen. Das war sehr teuer, aber das könnten wir auch gut gebrauchen. Einfach mal ein bisschen was herstellen. Das haben wir noch. Da haben wir noch genug von. Okay, wunderbar. Wunderbar. So. Okay, haben wir mal ein bisschen Gelumpe hergestellt. Jetzt müssen wir aber langsam mal da sein, oder? Das Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund. Das ist gut, Doris. Ich könnte es versuchen. Ach, ein Hackfleisch aus euch. Boah, mies. Boah, nee. Boah, das ist aber mies. Das wäre aber mies. Gibt's keine andere Möglichkeit? Scheinbar nicht. Oh. Ich meine, der würde uns töten. Sofort, sobald er uns sehen würde, würde er uns erledigen. Oh, das ist mies. Das ist mies. Oh, Alter. Alter, leck mich am Arsch. Oh nein. Boah. Du Scheiße. Aber die sind ja nicht gerade besser. Wie man sie ja gerade sehen kann. Die sind ja nicht besser. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei gehendem Stand kann man so langsam keine... Boah, überall Tote. Überall Leichen. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Okay, ablenken. Ich muss ihn ablenken. Ja, mal ein Steinchen. Mich gesehen. Der Drecksack hat mich gesehen. Kann das denn sein? Wieso hat er mich gesehen? Ja, töte mich ruhig. Töte mich ruhig. Oder auch nicht. Dann töte ich dich. Wenn du mich nicht töten willst, dann töte ich dich. Ja. Ich wollte eigentlich mich gerade töten lassen, dann mal von neu versuchen. Aber naja, hat er funktioniert. So. Ja, mein Gott. Machen wir das mal. So, was haben wir hier Schönes? Ah, guck mal da. Ein bisschen Doris für uns. Also ein bisschen für das hier. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Gelumpe. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da rüberkommen, vermutlich. Das heißt, wir müssen wieder das Odoris verwenden. Das ist ein teures Zeug, was man ja richtig verwenden muss. Ordentlich. Aber solange wir hier Material finden, sollte das eigentlich kein Problem sein. So. Das Spiel ist ja darauf fixiert, dass man es benutzt. So. Einfach mal in diese Ecke, würde ich sagen. Funktioniert. Warum sind sie noch hier? Das Episango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an. Hab ich noch einen davon? Ich hab nur einen davon. Aber ich kenn ihn auch mit den... Halt endlich dein Maul und hör auf, den hab ich gar nicht gesehen. Da steht noch einer. Okay. Ich kann wahrscheinlich...
Ich könnte den mit ablenken. Wenn er damit hingeht, dann daran vorbeigehen. Einen Krug brauche ich noch. So, Manfred Krug haben wir dabei. So. Den werfen wir mal eben kurz zu denen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Vielleicht nehme ich lieber... Was ist eigentlich hier in der Ecke? Da kann ich auch noch hin. Ach, warte mal. Hier ist auch noch was. Hier geht's auch noch lang. Ach, guck an. Ach, guck an. Schau an. So kann man sie weglenken. Aber warum? Man kann überall hin. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn da hin? Warum? Okay. Versuchen wir es mal. Mit einem Steinchen. Oh, war ja klar. Nein, es kommt mir nach. Mann, das hat gut funktioniert. Das hat echt super funktioniert. Geil. Okay, jetzt einfach nur so ein Weg, um da... Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ein Karren der Alt... Okay. Okay, hier kann man sich nur verstecken wahrscheinlich. Ah ne, doch nicht. Igitt. Okay. Wenn ich jetzt... Wir versuchen es mal. Geht das überhaupt? Geht. Nein. Hat nicht gut funktioniert. War nicht gut. Keine gute Idee. Oh. Alter. Heieieiei. Leck mich am Arsch. Okay, wo sind wir jetzt? Ein ganz anderer Bereich plötzlich. Ach, guck an. Guck mal an, was wir hier alles haben. Wir können wieder hier ein bisschen was mitnehmen. Ist das nicht schön? Ah, geil. Cool. So, was haben wir denn hier Schönes? Können wir noch irgendwas bauen? Irgendwas? So, irgendwie so ein bisschen? Eine Tasche. Bietet Platz für 16 Materialien einer Art. Verlängert die Wirkungsdauer von Odorus und... das ist doch cool. Das ist doch geil. Das machen wir mal. Die bleiben also jetzt tatsächlich länger. Okay, geil. Die Verwendungsdauer. Tasche. Na gut, Tasche ist nicht so. Ich denke mal, wenn Odorus und Luminosa länger anhalten, ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Wir machen nochmal kurz ein. Davon auch nochmal. Da kann man nie von genug haben. Und von dem Schlafzeug kann man nichts machen. Okay, alles klar. Gut. Geil. Okay, dann ein Wagen der Alchemisten hat uns Glück gebracht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück, oder? Ah, guck mal da. Was denn da? Ei, wie schön. Ach, okay. Perfekt. Super. Gut, wir müssen wahrscheinlich doch daran vorbei irgendwann. Okay, jetzt sind wir genau hier. Ah, jetzt sind wir hier. Hier schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Okay, sind die Ratten jetzt weg? Okay, wir haben die Ratten ja auch erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt die Wache ablenken. Nützt nichts. Wir müssen dran vorbei. Wir könnten sie wahrscheinlich... Steht er wieder da? Okay. Habe ich noch so ein... Das ist das Zeug, ne? Naja. Okay, ablenken wäre nicht schlecht. Ich habe noch einen Krug. Was ist, wenn ich... Manfred Krug, wenn ich den jetzt nach da bringe? Sehen wir mal nach. Scheiße. Hat nicht gut funktioniert. Scheiße. Nein, alles wird von neu. Nein, bitte nicht. Ach, leck mich am Arsch. Alles wird von neu. Oder? Wahrscheinlich.
Ah, leck mich am Arsch. Vielleicht kann ich den trotzdem dadurch. Ich habe kein Zeug mehr davon. Ach so, ich habe nichts mehr. Okay, sag das doch gleich. Sag es doch. Dann gehe ich da gar nicht erst hin. Okay, okay, okay. Ich muss wahrscheinlich tatsächlich den da hinten hinlocken mit der, mit dem Steinchen. Jetzt muss ich mir alles wieder von neu holen. Oh Mann. Weil es nicht gespeichert hat. So cool. Und beide reagieren drauf. Beide reagieren drauf. Okay, ich muss aufpassen. Manchmal wirft er den Stein nicht unbedingt, sondern ans Gitter. Aha. Super. So geht's also. So geht's. Okay, dann holen wir uns noch mal kurz das andere Gelumpe, was da so war. Das ist eine dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches.